Du hast ein spannendes YouTube-Interview vor dir und willst sicherstellen, dass es perfekt wird? Keine Sorge, ich zeige dir in diesem Video-Interview-Leitfaden, wie du ein YouTube-Interview vorbereiten kannst, das dein Publikum fesselt und dafür sorgt, dass die Zuseherinnen und Zuseher dranbleiben. Am Ende des Videos wartet außerdem ein besonderes Angebot, das du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Martin, dein Experte für YouTube-Marketing und YouTube-Gestaltung. Heute erfährst du, wie du ein YouTube-Interview vorbereiten kannst, und zwar wie ein echter Profi. Wir sprechen über die Herausforderungen, die du meistern musst, wenn du ein YouTube-Interview produzieren oder produzieren lassen möchtest. Auf welche Details du achten solltest und wie du mit speziellen Techniken dein Interview zum Erfolg machst. Bist du bereit? Lass uns direkt anfangen. Ein YouTube-Interview vorbereiten beginnt mit dem richtigen Setting. Sitzt nur eine Person vor der Kamera und beantwortet Fragen? Dann kann dieser Mensch gerne in die Kamera schauen. Aber woher kommen dann die Fragen? Wenn sie aus dem Off kommen, also von einer Person, die man nicht sieht, kann das schnell wie ein Verhör wirken. Die Lösung? Ein YouTube-Interview produzieren mit nur einer Person heißt meistens, dass die Fragen als Zwischentitel eingeblendet werden, also sozusagen schriftlich gestellt werden. Du möchtest ein klassisches Setting, also zwei GesprächspartnerInnen, die sich unterhalten? Das bedeutet jetzt, dass du mit zwei Kameras arbeitest, die sowohl die fragende als auch die antwortende Person filmen. Noch besser ist natürlich, du kannst noch eine dritte Kamera aufstellen, die ein sogenanntes Doppel einfängt. Das ist ein Bild, in dem beide Personen zu sehen sind, also eine totalere Einstellung von vorne. Diese dritte Kamera muss während des Interviews nicht unbedingt bedient werden. Die anderen beiden sollten schon von jemandem geführt sein. Schließlich neigen Menschen dazu, sich zu bewegen. Ob ihr steht oder sitzt, ist eigentlich egal, aber je länger das Interview, desto mehr bietet sich Sitzen an. Wenn du ein YouTube-Interview vorbereiten möchtest und die Kameras einrichtest, denk an das sogenannte Framing. Die Personen müssen richtig im Bild sein. Sie sollten genug, aber nicht zu viel, sogenannten Headroom haben. So nennt man den Abstand zum oberen Bildschirmrand. Sicher ist dir schon aufgefallen, dass die Menschen bei Frage und Antwort nicht in die Kamera schauen. Sie schauen in die Achse. Also zur Person, die mit ihnen spricht. Deshalb sind sie leicht im Profil zu sehen und haben Abstand zum Bildschirmrand, in die Blickrichtung. Das nennen wir den Nose Room. Auch der sollte weder zu groß noch zu gering sein. Hast du Angst vor Technik? Keine Panik. Wie du technische Herausforderungen mit einfachen Tricks meisterst, erkläre ich dir im nächsten Abschnitt meiner YouTube-Videoanleitung. Ganz besonders wichtig ist beim YouTube-Interview produzieren natürlich nicht nur das Licht, sondern auch der Ton. Keine Nebengeräusche und gute Klangqualität, das erzeugst du mit guten Mikrofonen, die in der Nähe des Mundes der sprechenden Person angebracht sind. Du kannst Ansteckmikrofone genauso verwenden wie Tischmikrofone oder du kannst dein Interview angeln, also das Mikrofon von oben oder unten an einer Stange ranhalten. Aber dann bitte nicht ins Bild strecken. Eine Tonangel sollte nicht zu sehen sein. Was du noch wissen musst, um dein Interview spannend und lebendig zu halten, erfährst du gleich. Wie führe ich ein Interview auf YouTube? Ein optimales YouTube-Interview vorbereiten heißt, dafür zu sorgen, dass du und dein Gast sich wohlfühlen. Das Interview sollte ein echtes Gespräch sein, keine steife Fragerunde. Es sind oft die spontanen, lockeren Momente, die das Interview auflockern und für das Publikum besonders machen. Wie du diese Atmosphäre schaffst? Ich verrate es dir gleich. Aber lass uns vorher über etwas sprechen, das fast genauso wichtig ist wie die Aufzeichnung selbst. Woher weiß man eigentlich, wer du bist? Und dein Gegenüber. Auch wenn du deine Gesprächspartnerinnen und Partner vorstellst, sollten sowohl dein Name als auch ihr Name immer wieder mal in einem Insert oder wie wir auch sagen, in einer Bauchbinde stehen. Dieses Namensinsert ist optimalerweise Teil deiner Verpackung. Das ist eine Signation, ein Schlussroller oder Schlussbild, vielleicht auch ein Trainer und eben jedenfalls die Bauchbinde,
Alles am besten in deinem Corporate Design. So etwas solltest du zumindest von Profis machen lassen. Zum Beispiel von meiner Videoagentur News on Video. Und jetzt bleib dran für noch mehr Interviewtipps. Wie wird dein Interview inhaltlich aufregend? Wie stellst du gute Fragen und bekommst tragende, spannende Antworten? Bleib dran, das erzähle ich dir gleich. Lass mich vorher noch in diesem YouTube-Interview-Leitfaden ein bisschen drüber reden, wie du dein YouTube-Interview schneiden kannst. Auch wenn Bildsprünge mittlerweile sehr üblich sind, im Interview erzeugen sie den Eindruck der Zensur. Deshalb ist es natürlich schön, Bildsprünge mit Zwischenschnitten zu überdecken. Die Bilder aus deinen 2 bis 3 Kameras kannst du natürlich abwechselnd zeigen. Damit ist schon viel getan. Vielleicht die Personen auch mal zuhörend oder sogar zustimmend zeigen. Das eignet sich auch als Zwischenschnitt. Du kannst an die sprechende Person bildlich heransprengen oder natürlich auch wegsprengen. Durch diese Änderung der Einstellung wird der Schnitt spannender. Und die Königsdisziplin ist natürlich, Bilder dazwischen zu schneiden, die illustrieren, wovon eine Person spricht. Jetzt sind wir aber schon recht weit in der Gestaltung. Sprechen wir darüber, wie du die richtigen Fragen formulierst. Es geht nicht nur darum, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, sondern darum, einen roten Faden zu entwickeln, der das Gespräch dynamisch hält. Aber wie genau erreichst du das? Gleich tauchen wir tiefer in die speziellen Techniken ein, die dir dabei helfen, nicht nur ein Gespräch, sondern eine fesselnde Geschichte zu erzählen. Und ich gebe dir noch mehr Video-Interview-Tipps. Aber reden wir zuerst über Authentizität. Niemand mag auswendig gelernte Unternehmensbotschaften, sinnentleerte Floskeln oder Allgemeinplätze. Wenn man Texte vorformuliert, sind sie meistens für das Lesen geschrieben, nicht für das Sprechen. Sprechen heißt aber, rhetorisch, also in Sinnschritten aufzubauen und keine Fremdworte, Fachbegriffe, kein Soziolekt, kurze Sätze, immer an die Verständlichkeit denken. Zusammenhänge logisch und einfach erklären, für Aha-Momente sorgen und vor allem bildhaft sprechen. So sprechen, dass Bilder im Kopf entstehen, beschreibend erzählen, Anekdoten vortragen, Pointen setzen, auf eine Lösung oder einen Höhepunkt hin erzählen. Unerwartete Antworten sind erlaubt und es ist auch erlaubt zu scherzen und zu lachen, wenn das Thema es verträgt. Je natürlicher die Gesprächssituation, desto angenehmer für die Zusehenden. Verantwortlich dafür, dass die interviewte Person gute Antworten gibt, ist immer die Person, die das Interview führt. Also, jetzt geht es darum, wie man die richtigen Fragen stellt. Gute Fragen im YouTube-Interview sind offene Fragen, also Fragen, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Gerade die erste Frage kann eine sogenannte Schullöffelfrage sein, in der das Thema erst einmal umrissen wird. Eine allgemeine, offene Frage, die dazu führt, dass dein Gegenüber ein wenig ins Erzählen kommt. Dann kommst du vom Allgemeinen ins Besondere. Das heißt, du fragst zu Details und Aspekten, die in der Antwort vorgekommen sind, nach. Ist das Thema erschöpft, kommt die nächste, allgemeinere Frage. Im Mittelpunkt deines Interviews steht die interviewte Person. Achte darauf, dass deine Fragen nicht zu lang sind. Nachdem du dein Interview nachher schneidest, kannst du es ruhig als Arbeitssituation sehen. Also nochmal von vorn anfangen, wenn du dich versprichst. Oder Fragen mehrmals stellen, um im Schnitt verschiedene Antwortmöglichkeiten wählen zu können. Pass aber in dem Fall auf, dass dein Gegenüber den Satz nicht mit "wie ich bereits gesagt habe" beginnt. Selten erzählt man im Interview den gleichen Inhalt mehrmals. Du siehst, ein YouTube-Interview führen ist gar nicht so einfach. Vielleicht kannst du es dir leisten, eine professionelle Person zu engagieren, die das Interview führt. Also zum Beispiel eine Journalistin oder einen Journalisten. Oder es macht der oder die Kommunikationsverantwortliche im Unternehmen. Apropos Profi. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie bekomme ich all das hin, ohne den Überblick zu verlieren? Genau dafür sind wir da. Wir bei News on Video helfen dir nicht nur bei der Planung und Durchführung, sondern du kannst ein YouTube-Interview produzieren lassen, in professioneller Qualität. Wir sorgen dafür, dass dein Video auf YouTube glänzt. Und jetzt kommt das, worauf du gewartet hast. Ich habe dir am Ende dieses Videos ein besonderes Angebot für Zuseherinnen und Zuseher versprochen. Wir bereiten dich perfekt vor und verfilmen dein Interview in Profiqualität.
Das war's für heute. Ich hoffe, du hast aus dieser YouTube-Interview-Anleitung wertvolle Tipps mitgenommen, wie du dein nächstes YouTube-Interview vorbereiten, planen und produzieren kannst, wie ein Profi. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere unseren Kanal, um keine wertvollen Tipps rund um YouTube-Marketing und Unternehmenswachstum zu verpassen. Schau dir gleich unser nächstes Video an. Reportagekonzept schreiben. YouTube-Reportage produzieren wie die Profis. Bis dahin, bleib dran und viel Erfolg!